Dieser Stein beherbergt den trockensten und heißesten der vier Winde, den Scirocco. Vier Symbole wurden rundherum eingraviert. Wer auch immer sie gezeichnet hat, wollte die Macht des Steins schwächen. Ich habe diese Symbole schon einmal gesehen. Ich kann Zikaden hören, die auf einem Ast weiter unten zirpen. Finde sie und beobachte ihr Verhalten. Sie wissen, wie man diese Markierungen vervielfältigen kann.
Weißt du, Fuchs, die Knospe ist nicht von Grund auf böse. Sie hat nur nicht verstanden, was das Ritual der Jahreszeiten wirklich ist. Sie hat sich von ihren Ängsten überwältigen lassen und sich ein Gefängnis gebaut. Ich flehe dich an. Tu, was du kannst, um sie da herauszuholen und zu uns zurückzubringen. Mal, lass mich in Ruhe. Bitte. Ich will niemanden sehen. Ich will nicht ins Heiligtum zurück. Das Ritual der Jahreszeiten ist überhaupt nicht das, wofür du es hältst. Die Hüter wollen gar nichts mehr mit dir zu tun haben. Da bin ich mir sicher. Sie wollten mich loswerden.
Weißt du, das mit deinem Fuchs bedauere ich. Wie auch all die anderen Fehler, die ich begangen habe. Ich wusste nicht, was ich tat. Und er hat den Preis für meine Ungeduld gezahlt. Die Hüter verstehen mich nicht. Aber du, du scheinst anders. Hier, der letzte meiner Schätze. Ich hoffe nur, dass du auch weißt, was du tust. Die Knospe, sie ist es wirklich. Tausend Dank, Fuchs. Der Zugang zum letzten Altar ist offen. Wenn erst alle vier Hüter versammelt sind, kann uns nichts mehr daran hindern, das echte Ritual der Jahreszeiten durchzuführen. Das ist das erste Mal, dass eine Knospe sich weigert, sich dem Ritual zu unterziehen. Ich weiß nicht, ob es wirklich richtig ist, sie zu zwingen. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass ich noch vieles lernen muss. Wenn du denkst, dass wir zu ihrem Wohl handeln, weißt du, was zu tun ist. Beende, was wir angefangen haben. Brich auf und suche den letzten Altar.